Autor die seltsam Kenzi. Video. Die Filmbilder hat der Autor seltsam Kenzi in Brasilien gedreht. Die Klapperschlangen, Crotalus, sind eine Gattung innerhalb der Grubenottern, Crotalinae. Es handelt sich um meist mittelgroße Giftschlangen. Die größten Arten, die Diamantklapperschlange, Crotalus adamantius, und die Texas-Klapperschlange, Crotalus atrox, können Maximallängen von über 2 Metern erreichen. Das kennzeichnende Merkmal aller Arten ist die Schwanzrassel, eine aus Hornringen bestehende Struktur am Schwanzende, mit der Rasseln die Geräusche als Warnlaut produziert werden können. Diese fehlt nur Jungtieren sowie der ausschließlich auf der Insel Santa Catalina im Golf von Kalifornien heimischen Santa Catalina Klapperschlange, Crotalus catalinensis. Die Gattung umfasst 29 Arten. Das Vorkommen von Klapperschlangen ist auf Amerika beschränkt. Diese Schlangen haben meist einen gedrungenen Körper mit einer durchschnittlichen Länge von 0,50 bis 1 Meter. Die längste Art ist die Diamantklapperschlange, C. adamantius, mit einer Durchschnittslänge von etwa 1,20 bis 1,40 Metern und einer Maximallänge von bis zu 2,40 Metern. Auch die Texas-Klapperschlange, C. atrox, und die Schauerklapperschlange, C. borissus, können Längen von über 2 Metern erreichen, sind aber im Regelfall ebenfalls deutlich kleiner. Das Gewicht kann bei sehr großen Exemplaren 2 bis 5 Kilogramm erreichen und ist damit unter den Giftschlangen nur mit dem der afrikanischen Gabunviper, Bites gabonica, und des südamerikanischen Buschmeisters, Lachesis muta, vergleichbar. Eine Reihe von montanen Arten erreicht dagegen nur Längen von unter 0,50 Metern. Diese sind damit ähnlich klein wie die drei Arten der Zwergklapperschlangen, Gattung Sistrurus. Bei den meisten Arten werden die Männchen länger als die Weibchen. Eine Ausnahme stellt dabei die Seitenwinderklapperschlange, C. gerastes, dar, bei der die Weibchen das längere Geschlecht sind. Dagegen werden die Weibchen bei allen Arten deutlich dicker, und im Regelfall sind weibliche Tiere etwa 20% schwerer als männliche Tiere der gleichen Länge. Stark gekielte Rücken- und Flankenschuppen umgeben die Körper mit der Art spezifisch in 21 bis 29 Reihen. Die Grundfärbung ist bei allen Klapperschlangen dem Lebensraum angepasst und reicht art- und populationsabhängig von gelblich über grünlich, rötlich bis braun und schwarz. Eine Reihe dunklerer, ovaler oder rhombenförmiger Flecken zieht sich häufig über den Rücken und an den Seiten entlang. Sehr häufig sind rautenförmige Flecken mit einer deutlichen Umrandung aus hellen Schuppenreihen, die als Diamanten bezeichnet werden und für einige Arten namensgebend sind. Daneben gibt es einfach gefleckte und auch ungezeichnete Farbvarianten, besonders im Bereich des Nackens oder des Hinterendes können Musterungen auch zu Bändern werden. Die Bauchseite besteht wie bei den meisten Schlangen aus einer Reihe von ungekielten Bauchschuppen, Ventralia, und ist meist einfarbig, durchsetzt mit einer hellen und dunklen Sprenkelung. Einen Sexualdimorphismus gibt es nur bei der Felsenklapperschlange, Crotalus lepidus, und einer Unterart der mexikanischen Plateau-Klapperschlange, Crotalus triseriatus armstrongi, bei allen anderen Arten. Sind Männchen und Weibchen anhand der Färbung nicht zu unterscheiden. Albinus- und melanistische Tiere wurden bei einer Reihe von Arten beschrieben, vor allem erstere sind in freier Wildbahn allerdings durch ihre fehlende Tarnung benachteiligt und dürften nur selten über längere Zeiträume überleben. Vor allem in nördlicheren Populationen haben melanistische Individuen den Vorteil, dass die dunkle Färbung zu einer schnelleren Aufheizung des Körpers führt. Generell sind nördlichere Populationen einiger Arten deutlich dunkler als südliche Populationen der gleichen Arten. Schauerklapperschlange, C. borissus. Der eher flache Kopf mit den senkrecht geschlitzten Pupillen setzt sich deutlich vom schlanken Hals ab. Er ist meistens dreieckig bis schaufelförmig und hat seine breiteste Stelle hinter den Augen. An dieser Stelle liegen die sehr groß ausgebildeten Giftdrüsen der Tiere. Die Schnauze ist meistens mehr oder weniger abgerundet.
Im Verhältnis zum Körper ist der Kopf besonders bei kleinen Arten und Jungschlangen verhältnismäßig groß. Die gefleckte Klapperschlange, Cemiptyle, und die Tigerklapperschlange, C. tigris, haben im Vergleich zu allen anderen Arten einen sehr flachen Kopf. Der Kopf ist mit Ausnahme der großen Supraocularia, über Augenschilder, mit kleinen Schuppen bedeckt, und nur im Bereich der vorderen Schnauze besitzen Klapperschlangen weitere Schilder wie das unpaare Rostrale direkt über der Mundöffnung sowie die beiden Nasale, die die Nasenöffnungen überdecken. Darin lassen sie sich von den Zwergklapperschlangen unterscheiden, die auf der Kopfoberseite 9 große Kopfschilder haben. Die Schuppen und Schilder sind bei allen Klapperschlangen weitestgehend gleichförmig, nur bei der Seitenwinderklapperschlange bilden die Supraocularia hornähnliche Auswüchse oberhalb der Augen aus. Der Kopf ist meist einförmig dunkel oder hell gefärbt, wobei sich ein deutlich abgesetztes Schläfenband bei fast allen Arten über die Augen zum Mundwinkel zieht. Dieses stellt meistens einen Kontrast zu der Kopfgrundfarbe dar und dient der Tarnung der Augen. Der Schwanz ist bei fast allen Klapperschlangen im Vergleich zu anderen Schlangen sehr kurz. Da Klapperschlangen bodenlebend sind, brauchen sie keinen Schwanz, der beim Klettern eingesetzt werden kann. Außerdem kann ein kurzer Schwanz einfacher zum Vibrieren gebracht werden, um die Schwanzrassel einzusetzen. Eine Ausnahme bildet die Langschwanzklapperschlange, Crotalus stegneri, die nur eine kurze Schwanzrassel ausbildet und die nur die Schwanzspitze selbst vibrieren lässt. Der Schwanz ist vor der Schwanzrassel häufig schwarz und weiß gebändert. Einige Arten wie etwa die Schwarzschwanzklapperschlange, Crotalus molossus, haben einen dunklen bis schwarzen Schwanz. Das Schwanzende wird bei den Klapperschlangen durch die Schwanzrassel gebildet. Eine Struktur aus mehreren lose ineinander verschachtelten Hornschuppen. Es handelt sich dabei um die ehemaligen Schuppen der Schwanzspitze, die als einzige bei der Häutung nicht abgeworfen werden. Entsprechend wird die Rassel bei jeder Häutung verlängert. In freier Wildbahn brechen die Endglieder der Rassel gelegentlich ab, so dass die Anzahl der Endglieder nur bei jungen Schlangen der bisherigen Anzahl der Häutungen entspricht. Eine Ausnahme stellt die Santa Catalina Klapperschlange, C. catalinensis, dar, die keine Schwanzrassel bildet. Sinisorgane eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Die Sinisorgane der Klapperschlangen konzentrieren sich wie bei allen Schlangen auf den Kopf. Dabei spielen vor allem die Augen, das Jacobson'sche Organ sowie die Grubbenorgane eine wichtige Rolle. Pazifikklapperschlange, C. Origanus halleri. Die Augen sind speziell an die Nachtsicht angepasst, wodurch die senkrechte Pupille tagsüber nur schlitzförmig erweitert ist. Die Iris entspricht in ihrer Färbung meistens der Farbe des Farbstreifens, der über das Auge führt, und ist entsprechend bei den meisten Arten dunkelbraun bis schwarz, kann allerdings auch sehr hell bis rosafarben sein. Das Jacobson'sche Organ entspricht dem anderer Schuppenkriechtiere. Es liegt im Oberkiefer und analysiert die Moleküle, die durch die beiden Zungenspitzen an sie herangeführt werden. Im Sinnesorgan enden Nervenringe, die über den Riechnerv mit dem Gehirn verbunden sind. Eine Besonderheit der Grubbenottern ist das beidseitig des Kopfes zwischen den Nasenlöchern und den Augen gelegene Grubbenorgan, mit dessen Hilfe Wärmestrahlung wahrgenommen wird. Ein konvergentes, also unabhängig erworbenes, Organ haben die Riesenschlangen entwickelt. Mithilfe der Grubbenorgane können Klapperschlangen Temperaturdifferenzen von 0,2 bis 0,4 Grad Celsius ausmachen und auf diese Weise die meist warmblütigen Beutetiere sehr gut erkennen. Auch Eidechsen können erkannt werden, da diese meist etwas wärmer als die Umgebung sind.